So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier mit The Division. Das Ganze mache ich ja im Rahmen einer größeren Versuchsreihe, wenn ihr so wollt. Clancy's Erben habe ich sie genannt. Ihr könnt euch zu dem, was ich über Tom Clancy und sein Weltbild sozusagen zusammengefasst habe, könnt ihr euch die Folge 000 angucken. Und zu dem, was wir in The Division vorhaben, uns anzugucken. Zwischen Gesellschaft, Politik, Militär, Spionage und was es da alles so gibt, was Tom Clancy so als Weltbild hatte, denn der lebte ja nur bis 2013, aber hat ja eine ganze Menge Romane und Filme und sowas beeinflusst und über Ubisoft halt auch eine ganze Menge Spiele. Und da gucken wir uns halt nach und nach ein paar an und schauen mal, was da so für ein Weltbild durchgereicht wird. Ne? Es ist halt schon ganz spannend, sich das mal anzugucken. Aber das habe ich ja jetzt mehrfach erzählt. Lass uns mal hier in New York gucken. Wir sind mitten in Manhattan. Wir sind jetzt wieder kurz vor unserer Hauptbasis. Oh, da gibt es noch einen Incident Report zu holen. Den können wir uns gleich als erstes mal schnappen. Und dann würde ich gern mal gucken, dass wir zum Techwing kommen. Den hatten wir nämlich letzte Runde mal, letzte Folge, haben wir den Paul Rhodes gerettet. Endlich mal. Das hat ja auch ein paar Folgen gedauert, weil ich mich ständig ablenken lasse. Und dann habe ich den jetzt zurückgeholt. Und dann können wir im Techwing mal gucken. Aber erstmal für euch so als Eindruck, auch für die, die neu sind vielleicht, reinzugucken in den... In die Umgebung. New York ist ziemlich gebeutelt hier. Eine Pandemie über Pockenruns, glaube ich, hat die Stadt quasi entvölkert und die öffentliche Ordnung zusammenbrechen lassen. Hier war das Feldlazarett in Madison Square Garden. Die Örtlichkeiten sind halt auch super integriert in die Stadt. Deswegen ist es halt auch nur so ein kleiner Streifen von Manhattan, der nachgebildet ist. Oh, ich höre gerade, ich hoffe, ihr hört das auch. Durch die Soundinstellung weiß ich immer nicht, wie viel davon bei euch ankommt. Man hört einen Kampfbomber oder sowas am Himmel. Ja, hier gibt es wieder Ärger. Die haben wir uns natürlich auch gleich gesehen. Oh. Das ist ein Deckungsshooter, deswegen können wir hier... Oh, die schießen auf unsere Leute. Guck mal. Ja, da kamen wir ja gerade rechtzeitig, was? Mann. Was man so alles aushält in einem Loot-Deckungs-Shooter mit Rollenspielmechanik, sodass die Gegner halt durchaus eine ganze Menge abkönnen. Die Jungs da zum Beispiel, die hier patrouillieren, die gab es hier am Anfang nicht. Wir haben sie über den Talentbaum sozusagen, also im Post Office in unserem Hauptquartier, können wir über Talentbäume eben Fähigkeiten auch in der Umgebung freischalten, sodass man dann halt patrouillierende Einheiten hat. Es gibt auch jetzt, die haben auch Schäferhunde jetzt dabei, sodass man dann ab und zu mal Loot dadurch bekommt. So, die sind friedlich. Ein bisschen befremdlich die Mechanik, dass man an grün oder rot erkennt, ob eine Truppe von Leuten hier auf der Straße gefährlich sind. Hier haben wir einen Incident Report. So, what you gonna do when this is all over, I mean? Oh, I'm gonna get me a sweet ride and just roll west. And when I get to Cali, I'm gonna find me a nice piece of ass and show him how we do it East Coast style. Oh man, you could totally do that. Or that chick from the movie, the one with cars. Oh, yeah. He'd appreciate a fine car and the fine lady driving it. I just roll up like, yo, baby, I'll take you places. Man, that's sweet. Me? I just want steak. That's all you got? All the dreams in the world and all you got is steak? I like steak. Auch eine Einstellung. Aufzeichnung von Riotern, die halt sich darüber unterhalten, was sie denn mit ihrem erworbenen Plündergut alles anstellen wollen, wenn sie es dann finden. So, ihr seht, die Stadt ist ziemlich runtergekommen. Sie wurde abgesperrt durch Sicherheitscordons durch die ganze Stadt und in der Mitte liegt die Dead Zone, wenn man so will. Die, wie heißt die nochmal? Dark Zone, nicht Dead Zone.
Oh, ich habe schon wieder Feuergefecht. Das heißt, dieser Mittelteil von Manhattan ist quasi unser Spielgebiet. Wir haben hier unten angefangen, sind hier oben drin in den niedrigstufigeren Gebieten und können hier halt Missionen erfüllen, um nach und nach die Ordnung wiederherzustellen. Aber dazu habe ich in den vorherigen Videos ja eine ganze Menge schon gesagt. Muss ich jetzt ja nicht wieder. Oh, da gibt es schon wieder Ärger. Das kann ja wohl nicht wahr sein. No, wenn du das sagst. Nobody gets away. Das werden wir doch noch sehen. Hm, wo ist er denn? Oh oh. Nein. Das mit den Deckungen, je dichter es beieinander ist, umso weniger funktioniert es. Wo bin ich denn jetzt hier reingeraten? Ja, gut. Kam ich von hier? Nee. Das sind doch wieder neue Leute. Die Ratten haben es besser. Okay. Die Frage ist, wo sind wir jetzt hier gelandet? Ich muss mich mal kurz orientieren. Es gibt hier noch so einen Encounter, das könnte man noch mitnehmen da unten. Ihr seht, ich schleiche mich schon wieder an die nächsten. Für den Security Wing. Ja, das klingt ja gar nicht schlecht, da könnte man ja noch was holen. Diese ganz kreativ eingebauten Nebenmissionen halten mich immer ein bisschen ab von der Arbeit hier. Kommen wir da eigentlich durch? Brauchst du Hilfe? Nee. Aber ich aim doch gar nichts. Classic Fall. In dem Fall eine Classic Fail. Die ist zu niedrigstufig. Das können wir uns ja auch gleich nochmal angucken, ob wir da was an den Ausrüstungsgegenständen im Inventarbereich verändern können. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich mache ein bisschen zu viel Inventarmanagement mit euch. Und ein bisschen wenig Spiel, gell? Okay. Oh. Da ist auch ein. Diese Ratten. Hier ist auch ein Fallschirm runtergekommen. Manchmal sieht man auch Drohnen irgendwo lang hängen. Die kann man tatsächlich auch bergen und dann Informationen darüber sammeln. Ist das hier das Encounter oder ist es? Nee. Ach ja, wir haben es ja markiert. Dann schauen wir mal, wohin uns das hier führt. Irgendwie scheint mir die Maus auch wieder ein bisschen sehr sensibel zu sein. Sekunde mal, auch wenn das jetzt ein bisschen kurz. Boah. Probieren wir es mal so. Dispatch to division agents. JTF okay. Are taking fire near the ODEA on West 29th. Requesting support. Wer sind die denn jetzt? Was? Das war's schon? Das kann es noch nicht gewesen sein. Es gibt ein bisschen unterschiedliche Formen von Verteidigungsmissionen, Bergungsmissionen, Supply retten, Geiseln befreien. Die sind ein bisschen generisch. Und dann gibt es halt die Hauptmissionen, die besser erzählt sind und auch länger sind. Wir hatten vor kurzem halt am Ground Zero den einige der ursprünglich infizierten Dollars aus einer Kasse gerettet. Aus einer Trinkgeldkasse. Without you, we'd have been dead. Hopefully that'll make them think twice about hitting the next JTF patrol they see. Okay. Warning. Hostile forces approaching. Okay. We've got tangos inbound. No, no, no. Oh, jetzt sehe ich uns schon nichts. Oh, die ist Zivilistin. Jetzt rennt er natürlich am vordersten Front. Das ist natürlich auch nicht so geil. Okay, das habe ich ja super hingekriegt. So viel zum Thema Protection hier. Okay, die Deckungen funktionieren halt auch ganz gut für die Gegner. Warning. Hostile forces approaching. Von wo ist dann die Frage? Ja, und wo? Ach, da sind die Tangos.
Also in dem Fall sagen sie, es sind Rioters, es gibt verschiedene Gruppen in der Stadt. Und gerade bei den Rioters gab es am Anfang starke Kritik, dass die sehr... Thank you, not gonna lie, it's good to know you're out there. Dass die sehr stark Anschein erweckten, primär eigentlich Farbige zu sein in der Stadt. Farbige Jugendliche, vor allem männliche Jugendliche. So. Hier gibt es noch ein bisschen Elektronik zu bergen, die man zum Ausrüsten und Craften verwenden kann. Insofern ist das ein vollwertiges Rollenspiel auch, wenn ihr auf sowas Bock habt und nicht nur Shooter. Trotzdem zählt hier irgendwie noch, dass man den Finger am Abzug rechtzeitig hat und dass man auch zielen kann. Und das Ganze ist abhängig davon, welche Waffe man hat und welche Ausrüstung. Aber das können wir uns gleich auch nochmal anschauen. Was haben wir hier gefunden? Ja, das ist Stufe 6. Na ja, gut. Ihr seht hinten drauf, wir haben 33 von 37 Gegenständen im Rucksack. Das heißt, langsam ist bald wieder Inventarmanagement angesagt. Huch. Sie will was von uns. You're like an angel. Dafür gibt sie ihre Waffe her. Ein Engel, der Leuten Bezahlung abnimmt. Aber... ich kann mich gar nicht oft genug darüber äußern, wie beeindruckend ich das finde, wie hier so diese Straßenverläufe mit Nebel und sowas ausstaffiert sind. Wo ballern sie denn jetzt wieder? Hier ist auch immer Ärger. Jetzt treffen wir noch unsere eigenen Leute. Es laufen nämlich auch Gangs quasi so rum. Oh, viele jetzt hier. Und für mich als alten Rollenspieler ist es halt auch egal, welche Stufe die eigentlich haben. Ich habe mich letztens auch mit so einer höherstufigeren Gruppe angelegt. Kommen die da raus oder was aus der Ecke? Ja, wir können gern rumblen, aber wo sind sie denn? Oh. Lass das. Okay, man kann sich hier ewig austoben, wenn dann bis denn die Taschen voll sind. Und das sind sie hier bald. Aber ja, die Rikers sind halt die Leute, die aus dem Rikers Island Gefängnis ausgebrochen sind und die halt auch eine eigene Gang gebildet haben. Cleaners gibt es auch noch, das sind die ehemalige Stadtreinigung sozusagen. Was haben wir denn hier noch? Wir können ja mal gucken. Ein verbessertes, das sieht gar nicht verbessert aus irgendwie. Komisch. Dann kann man das immer noch zerlegen und die Rohstoffe gebrauchen dafür. Jetzt haben wir hier Handfeuerwaffen noch und nöcher. Also die Sechser können wir mal alle zerlegen, oder? Moment mal, die brauchen wir ja nun echt nicht hier, oder? First Wave. Achso, machen 100% mehr Schaden, wenn das gegnerische Ziel unter 30% Gesundheit ist, okay. Ja, aber das ist alles Kikifax hier. Was? Nee, dann nehmen wir die hier halt. Macht ihr dasselbe Talent, okay. Man kann auch Magazine noch wechseln, Schnelllademagazine. Man sieht hier halt hier unten diese kleinen Lücken. Ich kann da mal gucken, ob wir da was Passendes für haben. Auch wenn die Handfeuerwaffe benutze ich eigentlich nie. Achso, wir haben in dem Slot nichts, oder was? Achso, wir haben da schon was drin, oder was? Achso,
Hier kann man dann eben ein anderes Magazin reinbauen. Schnellere Nachladegeschichten und so. Das können wir uns dann halt nochmal angucken für die eigentlichen interessanten Waffen. Das hier ist ja nur so, so eine Seitenwaffe. Manchmal wird die nütze, wenn man auf dem Boden liegt. Schmeißen wir alles weg, was so niedrigere Stufen sind. Das braucht mir doch keine Sau. Und graue Gegenstände muss ich auch nicht unbedingt haben. Dann ist die Tasche ja schon mal wieder ein bisschen brauchbar. Was können wir denn hier noch einbauen eigentlich? Haben wir ein paar Sachen für mein G36 gefunden. Ach je. Und schon wieder Ärger. So, Sekunde, ich muss hier mal raus. Was sonst? Wieso treffe ich denn nichts? Wegen des Riss nach oben. Kommst du da mal raus, Junge? Hallo, cool. Oh, eine blöde Position hier gerade. Nicht zu fassen dahinter, so. Ja, das ist ja eine schöne Position, die ihr habt. Plünderer. Naja, das ist eine gute Frage. Endloser Nachschub. So, schauen wir doch mal. Da ist ja schon wieder so ein Encounter um die Ecke. Hier, dass wir so zum Beispiel Geiseln retten. Hier haben wir eine Seitenmission. Ah, wir suchen ja die Schwester von unserer Kommandeurin. Von Feilau. Und hier finden wir dann vielleicht Antworten. Dann lass uns das nochmal kurz machen. Best of luck out there. Nicht durch jeden der Blöcke kann man durchschleichen, aber es gibt immer mal so Gelegenheiten, wo man durch die Blöcke durch kann oder Straßeneingänge. Schwedengummistiefel. Okay, wenn man hier um Ecken läuft, immer gut mal aufpassen, denn oft lungern hier Leute rum. Ich habe da irgendwas gehört. Manchmal sind die auch auf dem Dach oben oder so. Okay, wir können da rein vielleicht, oder? Schauen wir mal, wo uns das hinbringt. Wieso kann ich da nicht hoch? Von dieser Seite muss ich. Aha! Das sind Wegen. Richtig durch Visier blicken kann man hier halt leider auch nicht. Okay, was haben wir hier? Oh, hier ist gar kein Durchgang, das ist natürlich schade. Wieso ist hier so ein Raum angelegt, wenn dann hier nichts ist? Das ergibt doch null Sinn. Ist ja komisch. Oder kann man die Tür öffnen? Nee, eigentlich nicht. Also wie gesagt, es ist nicht alles durchgängig hier. Hier kann man auch nicht auf irgendwas droppen. Ist ja wirklich mehr als nur merkwürdig, warum man dann hier hoch kann. Und selber. Was machen die hier alle? Die These, die dahinter steht, alle würden in so einer Pandemie sich gegenseitig an die Kehle gehen, ist halt auch gewagt. Passt natürlich ins Tom Clancy-Universum, aber so ist das eigentlich eher nicht. Wenn man sich Forschung zu solchen Krisen anguckt. Oh, wir haben wieder ein Telefon. Alles, was an Ereignissen hier war, findet man dann eben in diesen Berichten und Telefonanrufen und Relikten
von der Zeit davor. Ja, yeah, it's Rick. Hello? Who's there? You like that, huh? Having someone call you at 4 o'clock in the morning? Okay, das haben wir in den letzten Folgen schon mehrfach mitgekriegt, dass es da um so einen Belästiger geht, der eine Frau immer am Telefon belästigt hat und die sie ihn gestellt haben. Worauf das genau hinausläuft, weiß ich noch nicht. Nicht alles davon wird auch mehr als nur ein Flavortext. Kann man das hier aufbrechen? Nee. Oder? Aber schön finde ich, dass man da die Einschusslöcher sieht, ne? Also technisch hervorragend gemacht, das Spiel. Bei allem Gemecker, was es damals gab. Man könnte wieder sagen, Nico ist immer leicht zu begeistern, aber. Was ist das für Streit? Nee. Achso, sie verschwindet vor den Schüssen. Was ist denn jetzt hier schon wieder los? Sind die das schon wieder? Das ist doch nur die Rückseite. Die haben vielleicht einen Nerv. Schon wieder? Oh. Kommen wir gerade rechtzeitig hier oder was? Oh, falsche Richtung. Da sieht man mal, was das ausmacht. Zwei Schuss und selbst so ein Sechser-Gegner macht Aua. Besonders wenn man nicht in Deckung ist. Ich würde jetzt noch einer. Ich würde ja zu gern jetzt mal rüber langsam. Mhm. Ja, diese besonders coolen Kommentare, wie geil wir sind. Oh. Regroup is 20 minutes ago. What took you so long? Sorry, man. I ran into some trouble and had to take a detour. So what did you bring back? I got nothing. There were too many, man. I had to drop it and run. Nothing. You think this is some kind of welfare gig? You think we put our asses on the line so you can get protection and a free meal? No, I'm sorry. Get your shit together or you're gonna find out what it's like to be on the outside looking in. Got no room for dead weight. That's your last warning. So viel zu dem Thema, welche Weltsicht hier repräsentiert wird. Man hilft sich nicht gegenseitig, sondern es geht alles nur gegen Gegenleistung. Schon sehr einseitig. So, müssen wir hier oder was? Ist da schon wieder irgendwas auf dem Radar? Hm, natürlich. Immer erst den Jungen mit der Handgranate ausschalten. Mhm, ah, hinter mir auch? Oh. So, jetzt renne ich bestimmt erstmal wieder in diese Encounters. Ach, natürlich. Ich wollte doch einfach nur die Schwester finden. Calling all units near Penn Plaza. Reports of multiple civilian hostages at Rose on West 26. Lass mal eben in Ruhe, Junge. Das ist ja nicht so klug, was ich hier mache. Das ist der Kollege, den sie da gerade noch auf den Knien hatten. Okay. Sind wir jetzt zufällig bei den Hostages? Ja, das ist. Achso, das ist die Encounter hier, okay. Sagt man die Encounter oder das Encounter? Also die Begegnung meine ich. Oh, hier können wir auch nochmal ein Midkit holen. Wir suchen jetzt den Schlüssel, der gelb markiert ist auf der Theke, um hinten die Geiseln zu befreien. Natürlich können wir hier in der Apotheke auch noch letzte Medikamente plündern. So, und dann können wir die Herrschaften befreien. Und haben ein bisschen was im Grün für den Medical Wing. Verdient. You really turned that one around, Agent. Thank you. Ist da eigentlich auch noch was drin? Ich laufe immer wieder zurück, aber. Ach, guck mal an. Da habe ich eine Menge verpasst, wenn ich das immer nicht plündere hier.
Jagdgewehr. Ja, andererseits ist das ja auch nicht schlecht. Ist ein bisschen schade, dass man das nicht so gut sehen kann, dass man wechselt ins Inventar. Und da hält er das ja auch so komisch. Ja, gut. Das ist das immer noch schlechter ist als das, was wir hier ausgerüstet haben, obwohl Stufe 4 ist. Tja. Headshot. Ja, wir haben hier 117. Was haben wir hier? Nachdem man einen Gegner gekillt hat, getötet hat, wird der nächste Schuss automatisch ein kritischer. Auch nicht so schlecht. Aber hier haben wir gar keine Fähigkeit. Dann können wir das auch gleich... Ich weiß nicht, warum das hier so seltsames Zeug droppt. Was? Ja, okay, aber das... 12-fach. Oh. Vielleicht sollten wir das ausbauen, gell? Das hier. Genau. Und wenn wir es ausgebaut haben, können wir die Knifte trotzdem noch zerlegen. Ja, die Tasche ist ja noch nicht so überlastet. Oh, was denn jetzt? Oh nein! Was zum... Oh, ein gefährliches Laster hier. Ich brauche jetzt selbiges. Okay, man sollte hier nicht stehen bleiben, lerne ich gerade. Ach, das liegt daran, weil hier zwei Türen sind. Hm, aber hier ist keiner. What? Das ist interessant. Denn? Hier wird eine angezeigt noch. What? Hm. Das ist aber sehr seltsam. Ach, da sind die Herrschaften. Kundschaft. How much the JTF can do? Habe ich jetzt verrissen. So viel zum Thema Skill. Wenn man mit der automatischen Deckungswechselgeschichte hier vorgeht, dann verliert man auch nicht so viel Lebensenergie, wenn sie nach einem schießen. Das ist quasi Deckungswechsel. Und damit steht man nicht ordentlich, nicht richtig aufrecht. So, eigentlich wollte ich ja ursprünglich mal jetzt auf Feylaus Schwesterspuren gucken, was wir da, wie wir da reinkommen. Ey, diese Details sind doch eigentlich wirklich genial. Oh, da hinten wird schon wieder geballert. Na, die Gegend ist ja toll hier. I can't thank you enough for this. Hm. Trauma, glaub's. Also Handschuhe. We don't have a problem, do we? Readings indicate an echo nearby. Ah, ein Echo. Ja, yep, we are done here. Okay. Ach, ein Echo von Heatherlaw. Also das ist die Schwester, die Gitarre spielende Schwester von... von unserer Kommandeurin. Come on, come on. Jetzt ist natürlich die Frage, ob wir da reinkommen. Hm. Insofern gibt es tatsächlich auch sehr viel zum Ablenken hier.
Diese Echos sind der Geschichte nach Einblendungen auf unserer Kontaktlinse von Dingen, die Handynetze, Kameras und so als Relikte aufgezeichnet haben. Und die dann halt entsprechend verfügbar sind. Aber rein kann man hier nicht, ne? Och, jetzt müssen wir dahin, wo wir gerade herkamen, oder was? Ach, kommt. Ach, da seht ihr zum Beispiel, dass es da mal Durchgänge gibt, durch die man durch kann, durch die Häuser. In einer der Folgen hatten wir das ja auch mal aufgemacht. Okay. Ach komm. Da hinter mir war einer. Active Echo Beacon detected. Ach, guck mal einer an, wir waren nur an der falschen Stelle. Ich finde diese Idee mit den Echos eigentlich ziemlich cool. Ich mag das, wenn wir bei meinetwegen auch The Witcher oder so die Geschichten auch rumliegen in der Landschaft und man sich nach und nach zusammenreimen kann, was passiert ist. Ja, dann zeig mal das Echo. Programmer. Achso, Outstanding. Ich habe ihm gesagt, Outstanding Warrant ist ein besonders hochwertiger Haftbefehl, aber ein nicht vollstreckter ist hier wohl gemeint. John Willis. Und der? Alan Martin. Well, we gotta stand out here in the cold while you get first dibs. Fuck, it is cold. Just shut up and watch the alley. Okay, sie brechen da in ihr Lager ein. Wer ist die Pappnase da oben? Okay, manchmal gibt es noch weitere Hinweise, die irgendwie hinter den Ecken liegen oder so. Da. Aber vom Style, ihr könnt ja mal sagen, was ihr davon haltet. Also ich finde es eigentlich ganz cool gemacht, so eine Standbildaufnahme von einem Moment der Vorgeschichte. Ich fand es sehr geil als Stil. So, hier waren wir ja eben schon drin. Haben wir den zweiten Punkt vom ersten gemacht. Besonders schlau, für besonders schlau gehalten. Ach, guck mal, jetzt kann man durch die Mission nämlich rein. Na. Faye? Faye, it's Heather. Thank God. You have me so goddamn worried. Where are you? Are you safe? I kind of forgot the radio back at the apartment. But I'm okay. I had to bust my guitar over some guy's head, though. Oh, ihre Gitarre. You what? No. Never mind. Now listen, Heather, I'm sending an escort to bring you in safely. Stay right where you are and do not move. Das ist wohl aber schon erledigt. Sie ist wohl schon removed. Zugenagelt hat sie ihre Fenster hier auch. Ich finde beeindruckend, wie man in diesem Detailreichtum eigentlich sieht, wie Massive aus Schweden so viel Liebe reingesteckt hat, damit man überall sieht, was eigentlich kurz vorher passiert ist. Hier brennt sogar noch die Taschenlampe von ihr. Und das Leergut wurde nicht rausgemacht. Zass, 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 zass. Ist im Kühlschrank noch was? Wasser? Nee, okay. So, das heißt, wir müssen jetzt hier mal gucken, in welche Richtung wir hier rein müssen und hoch müssen oder runter. Oder das Dach. Oh, hier ist verbarrikadiert. Hier ist zu. Hier geht's wieder raus. Schauen wir erstmal nach oben, ne? Wie ist sie noch am Leben? Da ist sie ja. Okay. Dem haben sie auch. Jeez, you guys are quick. Dem. Can I get out of here now? Ja. As for you, Agent, this means a lot to me. An awful lot. I'll send a JTF patrol to bring her back, but let's just say that I owe you one. A big one. Und dafür gibt es einen Knieschoner. Und weil sie einem so dankbar ist, gibt es einen Knieschoner.
Gut, aber insofern wäre es jetzt halt schön gewesen, mit ihr noch zu reden, aber das ist vom Spiel nicht vorgesehen. Es ergeht sich halt doch letztlich dann ein bisschen durch die Masse an Orten hier in Andeutung. Oh, wie ist denn das da ins Fenster geraten? Aber hier ist ja noch eine Gitarre. Ja, ist ja gar nicht so schlimm. Aber auch hier ist ja auffällig, dass es natürlich wieder ein schwarzer Angreifer ist, ne? Die Rioter. In der Zwischensequenz, die man in der U-Bahn wahrgenommen, gesehen hat, die hat man gefunden, so eine Video-Zwischensequenz, da waren das halt schon sehr, also die Rioter, die zusammen unterwegs waren, waren schon sehr unterschiedliche Ethnien. Aber hier scheint das jetzt irgendwie auch wieder der Fall zu sein. So. Was können wir denn in deiner Wäsche hier noch finden? Oh. Nichts, was wir nicht schon hätten. Okay. Ja, dann wartet sie jetzt auf die JTF-Leute. Und wir können mal gucken, ob wir auf der anderen Seite auf den Balkon raus können und ob wir da vielleicht mal wieder so eine Abkürzung hinkriegen. War das da, ja? Ob da wieder eine Abkürzung freischaltbar ist, ein Seil oder irgendwas. Ach kommt, ist doch nicht euer Ernst, verdammt. Lass das. Die Waffen haben auch eiskalt eine rollenspielerische Reichweite, ab der es richtig schwierig wird zu treffen. So. Und jetzt? Soll ich hier runterspringen oder was? Okay. Autsch. Schon wieder Rioter. Ich finde, wir bewegen uns jetzt langsam. Oh, das ist doch hübsch. Man sieht hier auch mal wieder ein bisschen, wie die Sonne durchkommt. Das ist wirklich gut gemachtes Zeug. Gefällt mir gut. Okay, dann lass uns doch hier kurz pausieren. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann schauen wir mal, was hier in unserer unserem Hauptstützpunkt. Hm? Wir quatschen da. Was wir in unserem Hauptstützpunkt am Tech Wing. Oh, Sonne. Was wir am Tech Wing erledigen können. Bleibt mir schon neugierig. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Clancy's Erben hier mit The Division. Bis dahin, ciao.